Ich könnte sterben für Hellos Backfisch. Wo bekommt er seinen Fisch eigentlich hin? Jetzt müssen wir uns hier auch noch vor dunkler Brut. Aber was, wenn die dunkle Brut zurückkommt? Dann stelle ich mich in die Tür, damit ihr entkommen von Virantium anzuheuern. War also euer Vorschlag? Es war eine mögliche Spur. Dafür bin ich nun mal da. Von Dinge zu finden. Okay, los geht's! Bitte, fahrt fort. Dafür bin ich nun mal da, um Dinge zu finden und Venatori zu jagen. Nach all meinen Aufträgen in Minarethes hätte ich nie damit gerechnet, dass mir ausgerechnet eine Magierin aus Tevinter zur Flucht verhilft. Gut, es wäre auch schlimm, wenn mich ein Assassine vorhersehbar fände. Das Magisterium schon eine Erklärung dafür geliefert haben. Ich bin Joen Glastrum, erster Wächter und Oberbefehlshaber über Weißhaupt. Mir wurde berichtet, dass eure Gruppe nach einem Vorfall mit der Verderbtheit in Demeters Übergang die Hilfe der Grauen Wächter erbittet. Schatzjäger gibt es wie Fliegen. Aber dass so jemand wegen Mordes an einem Rivenischen Adeligen verbannt wird, ist mir neu. Eure Anführer bei den Meistern des Schicksals mochten wohl die daraus resultierende politische Aufmerksamkeit nicht. Der Mann hatte eine geheime Abmachung mit den Venatori. Er wollte ihnen ein gefährliches Relikt übergeben. Das durfte ich nicht zulassen. Die Berichte, die ihr von rivenischen Diplomaten erhalten habt, haben diesen Teil vermutlich weggelassen. Na gut. Ich habe ohnehin keine Zeit für die ungebärdigen Mätzchen von Schatzjägern. Erzählt mir, wie ihr die Verderbtheit entfesselt habt. Ich würde sagen, entfesselt ist vielleicht ein bisschen übertrieben. Es war einfach nur ein bedauerlicher Nebeneffekt. Die Verderbtheit war ein Nebeneffekt? Ja, unserer Bemühungen, den Schreckenswolf, den Elfengott der Lügen, daran zu hindern, den Schleier zu zerstören. Was uns im Übrigen gelungen ist. Also, gern geschehen. Ich bin nicht hier, um mir irgendwelche Märchen anzuhören. Es geht mir um die Verderbtheit. Naja, um ehrlich zu sein, kommen wir erst noch in den Bereich der Märchen. Als wir Solus aufgehalten haben, sind zwei Elfengötter aus dem Gefängnis entkommen, in das er sie gesperrt hatte. Elganan und Gilenane. Und sie sind nicht nur böse, sondern auch verderbt. Das Entscheidende ist, die Götter machen die Verderbtheit noch schlimmer. Demeters Übergang war nur der Anfang. Deshalb brauchen wir die Grauen Wächter. Was immer ihr getan habt, um die Verderbtheit zu entfesseln, hat euren ohnehin schon labilen Geist fraglos noch weiter in Mitleidenschaft gezogen. Okay, Sekunde. Ihr werdet nach Weißhaupt gebracht, wo ihr so lange unter Bewachung verbleibt, bis die von euch entfesselte Verderbtheit keine Gefahr mehr darstellt. Nein, bitte, das könnt ihr nicht machen. Ich versichere euch, das kann ich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit uns noch bleibt. Die Götter stellen irgendwas mit der Verderbtheit an. Wir müssen sie aufhalten.
Lasst mich euch etwas über die Verderbtheit erzählen. Sie ist böse, unerbittlich und vor allem vorhersehbar. Sie hat sich seit über 1000 Jahren nicht verändert. Die Grauen Wächter werden sie besiegen, so wie sie es immer tun. Und zwar ohne, dass ihr mit euren absurden Verschwörungstheorien für Unruhe sorgt. Ich schlage also vor, ihr kommt friedlich mit mir mit. Die Festung Adamant, 941 des Zeitalters der Drachen. Die Grauen Wächter haben versucht, eine Armee aus Dämonen aufzubauen. Ihr seid also auch kein Musterbeispiel für ein gutes Urteilsvermögen, nicht wahr? Jeder weiß, dass Kommandantin Clarell in der Festung Adamant allein gehandelt hat. Ah, sie hat also allein gehandelt. Was wäre dann, wenn jemand diesen Brief in meinem Besitz zu lesen bekäme, in dem ihr ihr Handeln autorisiert? Ich könnte mir vorstellen, das würde eure Geschichte ein klein wenig unglaubwürdig machen. Seid ihr wirklich bereit, für das hier die Sicherheit der Grauen Wächter aufs Spiel zu setzen? Es mag euch vielleicht überraschen, aber ehrlich gesagt ist mir die Sicherheit der Grauen Wächter ziemlich egal. Haltet euch von der Verderbtheit fern und behelligt die Grauen Wächter nie wieder mit eurem Schwachsinn. Er wirkt aufgebracht. Ich hoffe doch, ich habe nichts Falsches gesagt. Das war Rettung in höchster Not. Ich war nicht gerade scharf darauf, in einen Kerker der Grauen Wächter geschleift zu werden. Bei wem darf ich mich für die Hilfe bedanken? Magister Dorian Parvis, zu euren Diensten. Eine gemeinsame Freundin war der Ansicht, ihr könntet womöglich ein wenig Unterstützung brauchen. Mir war es Tilani? Von den Schattendrachen? Ganz recht. Und was jetzt? Der erste Wächter wollte mich einsperren. Ich brauche die Wächter auf meiner Seite. Joan Glastrum ist nicht der Orden. Er ist mehr Politiker als Wächter. Niemand von den Grauen Wächtern, der ihre Aufgabe ernst nimmt, sitzt in Minrathus in einer Gaststube und trinkt Wein. Ihr braucht die Hilfe der Wächter. Sucht lieber nach denen, die losziehen, um die Verderbtheit zu bekämpfen. In der Zwischenzeit werden die Venatori von den Schattendrachen genau im Auge behalten. Viel Glück. Ich bin mir sicher, wir sehen uns bald wieder. Allein der Schleier stand zwischen uns und einer Welt aus verderbter Finsternis. Die Götter konnten auf dieser Seite nur auf ein Rinnsal zugreifen. Sie mussten dieses Rinnsal in eine Flut verwandeln. Mit Solis Dolch wäre es ihnen möglich gewesen, das Nichts aufzureißen. Doch nun besaß ihn eine törichte Sterbliche. Also mussten sie sich selbst einen Dolch erschaffen. Bis die Welt in Verderbtheit versinken würde, war es nur eine Frage der Zeit. Ich muss mit Varric reden. Bei Dumas Atem, ich hätte nie gedacht, dass ich ein Ihr seid euch nicht sicher, ob ihr mir vertrauen könnt. Es war aber doch eure Idee, mich anzuheuern. Ich habe nur einen Vorschlag gemacht. Die Entscheidung hat Rook getroffen. Wieso?
Befürchtet ihr, ich könnte irgendwelche Hintergedanken haben, dass ich Rook aus eigennützigen Motiven auf die Idee gebracht habe? Das wollte ich damit nicht sagen. Wirklich nicht? Ich würde die Sache nämlich hinterfragen. Eine tevinteranische Magierin befreit einen von einem Dämon besessenen Assassinen. Warum? Mirda. Und da sagen die Leute, ich wäre zu misstrauisch. Ihr habt mich beschatten lassen? Nachforschungen über mich angestellt? Da seid ihr ja. Ich war schon ein bisschen beunruhigt, nachdem ihr euch in letzter Zeit so rar gemacht habt. Ist alles in Ordnung? Moment mal. Dieser Dolch. Den habe ich doch schon mal gesehen. Solas hat das Ding an der Ritualstätte benutzt. Nein, schon vorher. Scheiße, das kann doch nicht sein. Seht ihn euch doch mal an, Rook. Wie wär's, wenn ihr mir einfach sagt, was los ist? Mit diesem verderbten Stück Lyrium hat alles angefangen. In mehr als einer Hinsicht. Hätte ich es in den tiefen Wegen nicht gefunden. Ihr erinnert euch an die Geschichte, oder? Ein aus rotem Lyrium geschnitzter Götze fand seinen Weg an die Oberfläche, woraufhin die Hölle losbrach. Beide können doch unmöglich ein und dasselbe sein, oder? Seht ihn euch an. Er wurde verändert, hat aber dieselbe Größe und oben denselben Ring. Ganz zu schweigen davon, dass er aus reinem Lyrium besteht. Niemand, nicht einmal die Zwerge in Orsama, bearbeiten reines Lyrium auf diese Weise. Es ist einfach zu gefährlich. Wenn das wahr ist, wenn dieser Dolch der Rot-Lyrium-Götze aus eurer Geschichte ist, wie konnte Solas ihn dann von der Verderbtheit reinigen? Keine Ahnung. Ich fasse es nicht, dass ihr ihn gefunden habt. Oh, hey Rook, ich störe doch nicht bei irgendwas, oder? Ihr scheint etwas besser mit euren neuen Fähigkeiten zurechtzukommen. Wie fühlt ihr euch? Hört zu, es ist im Moment alles ein bisschen merkwürdig, aber ich komme damit klar. Glaube ich. Deshalb bin ich aber nicht hier. Na dann, Harding. Was habt ihr auf dem Herzen? Also, die Wächter. Ich kenne ein paar von ihnen. Genauer gesagt ein Ehepaar, dem Varric und ich bei unserer Suche nach Solas begegnet sind. Ach ja, richtig. Das hatte ich schon fast vergessen. Ich werde wirklich langsam zu alt für diese Scheiße. Ihr denkt, sie würden mit uns reden? Auch nach der Sache mit dem ersten Wächter? Es ist ein Versuch wert, oder? Ich kann ihnen schreiben und auf das Beste hoffen. Okay. Finden wir raus, wen wir auf unserer Seite haben. Ihr müsst euch nicht die ganze Zeit um mich kümmern.
Das Dock wurde repariert. Der Behüter erlangt wohl die Kontrolle über die Kreuzung zurück. Die tieferen Ströme. Diese Kälte. Ich habe sie in dem Moment gespürt, als das Boot anlegte. Das ist das Nichts, das euch direkt in die Knochen fährt. Brot hier ist, muss die Verderbtheit auf dieser Insel ungebremst wüten. Dann werden wir uns wohl darum kümmern müssen. Die Antwort kam von den Wächtern Efka und Antoine. Sie wollen sich treffen. Mitten im Nirgendwo. Wo der erste Wächter nichts mitbekommt. Und wenn sie nicht zuhören. Deine Ablenkung hat funktioniert. Wir waren nur etwas nah dran. Désolé. Ich habe nie gesagt, es sei ein guter Plan. Da seid ihr ja. Harding, schön euch wiederzusehen. Antoine, Efka, ihr seht gut aus. Und ihr müsst Rook sein. Wir haben ein paar wenig schmeichelhafte Dinge über euch gehört. Da seid ihr nicht die Einzigen. Ja, das dachte ich mir schon. Worüber möchtet ihr mit uns reden? Die Elfengötter verändern die Verderbtheit und die dunkle Brut. Da war dieses Dorf Demeters Übergang. Sie haben es binnen kürzester Zeit mit Verderbtheit überzogen. Wir haben die Folgen mit eigenen Augen gesehen. Was auch immer sie planen, ist übel. Und wenn es mit der Verderbtheit zu tun hat, brauchen wir die Hilfe der Wächter. Sie verändern sie? Das wäre eine Erklärung. Aber... Ihr glaubt mir? Dass die Elfengötter hier sind und... Das ist alles schwer zu akzeptieren. Aber wir sind selbst einigen Merkwürdigkeiten in der Verderbtheit nachgegangen. Und sie hat sich gewandelt. Ich kann es fühlen. Und eure Geschichte... Vieles daran ergibt Sinn.
Ich weiß ja nicht, was euch der erste Wächter erzählt hat, aber wir versuchen wirklich zu helfen. Ja, das glauben wir euch. Wenn der erste Wächter denkt, dieses Dorf wäre nur eine Anomalie gewesen oder die Sache hätte sich nicht so ereignet, wie ihr sagt. Leider ist der erste Wächter kein großer Freund von uns. Euer Wort und unsere Theorien werden also nicht ausreichen, um den Orden zu überzeugen. Und was machen wir jetzt? Wenn sich die dunkle Brut verändert, könnte uns Devrin vielleicht weiterhelfen. Er gilt selbst unter den Wächtern als herausragender Monsterjäger. Er wurde auf eine Mission geschickt. Keine Ahnung, worum es geht, aber er ist tiefer im Gebirge. Wir können euch sagen, wo er sich ungefähr aufhält. Ich habe eine Frau geheiratet, die stets weiß, was zu tun ist. Ihr spürt Devrin auf, während wir die Sache mit der Verderbtheit weiterverfolgen. So machen wir das. Ihr werdet es nicht bereuen, dass ihr uns helft. Bonne chance, Rook. Wir bleiben in Kontakt. Okay, das muss das Lager sein. Die dunkle Brut ist wohl auch hier gewesen. Das Feuer brennt noch. Kam's hier zum Kampf? Nicht zu fassen. Das ist ein Griffin. Richtig. Das Problem ist nur, er ist sich nicht sicher, was ihr seid. Ebenso wenig wie ich. Rook, Efka und Antoine schicken uns. Wir suchen nach Devrin. Ihr habt ihn gefunden. Verratet ihr mir jetzt vielleicht noch, wieso ihr nach der dunklen Brut riecht? Griffins jagen die dunkle Brut. Ihr habt größere Probleme als uns. Wir haben am Zelt verderbte Rückstände gefunden. Was? Wo sind Lancet und Remy? Das Lager war verlassen, als wir hier ankamen. Assam, in die Bäume! Wir können euch helfen! Dann versucht, Schritt zu halten. Er wittert etwas. Folgt seinem Kreischen. Ich dachte, die Griffins wären ausgestorben. Genau das wollen wir die Welt auch glauben lassen. Deshalb findet die Ausbildung auch mitten im Nirgendwo statt. Assan, fliegt nicht zu weit voraus! Das klang irgendwie nach einem Nein. Ganz ehrlich, ich weiß nicht mal, ob er mir überhaupt zuhört. Er hat seinen eigenen Kopf. Er hat etwas entdeckt. Dunkle Brut. Tote dunkle Brut. Die hier waren Teil seiner Ausbildung. Dann lag Assan ja zumindest teilweise richtig. Wir haben keine Zeit für teilweise. Assan, wir suchen nach lebender dunkler Brut. Versteht er das? Keine Ahnung. Ich weiß nicht, ob er überhaupt irgendwas anderes versteht als Abendessen. Mach einfach weiter, Assan. Sie sind hier irgendwo. Ah!
sollen wir denn darauf kommen? Die Griffins wurden für solche Situationen ausgebildet. Sehen wir doch mal, ob Asan aufgepasst hat. Asan, da ist dein Ziel! Das ist beeindruckend. Habt ihr ihm das beigebracht? Nein, Lancet und Remy. Sie sind die Griffin-Flüsterer. Ihr seid also sein Beschützer. Moment, da ist die dunkle Brut. Los, auf sie! Ich hasse es gegen dunkle Brut. Oh! Ich finde sie einfach nur abstoßend. Ja, es gibt eben nicht umsonst Fachleute für sie. Seid ihr? Remy, wo seid ihr verletzt? Überall. Die Kreatur kam wie aus dem Nichts. Dunkle Brut folgte ihr. Lancet lief voraus. Sie ist zurück? Devrin, seid nachsichtig mit ihm. Asan hat noch so viel zu lernen. Ihr seid seine Ausbilderin. Jetzt nicht mehr. Weiter. Gehen wir hier durch. Diese beiden Statuen sind der Ersatzschlüssel. Ihr müsst die Symbole richtig anordnen. Was habt ihr damit gemeint, dass sie zurück ist? Irgendeine Kreatur hat es auf graue Wächter abgesehen. Wir nennen sie die Finsterheulerin. Ich mache Jagd auf sie. Das Ganze hat vor vielleicht 7, 8 Monaten angefangen. Die dunkle Brut gehorcht ihr. Sie hat aus irgendeinem Grund Macht über sie. Asan, zu mir! Hör auf, Verstecken zu spielen, Asan. Das hier ist ernst. Asan, ist das elfisch? Es ist das elfische Wort für Pfeil. Ich hoffe, er wird dem Namen irgendwann gerecht. Hier ist noch mehr dunkle Brut. Lancet versucht, die Finsterheulerin aufzuhalten. Sie hat es auf die anderen Griffins abgesehen. Es gibt noch andere Griffins? Eine komplette Familie. Asans Brüder. Die Brücke ist hinüber. Ja, hier fällt alles auseinander. Da oben ist eine Leiter. Das ist unser Weg. Hier durch. Gut gemacht. Okay.
vom Horst. Es gibt einen Aufzug, der uns darauf bringt. Ich habe die dunkle Brut noch nie so erlebt. Der hat reist. Es ist sie eigentlich nur, wenn eine Verderbnis herrscht. Es herrscht eine Verderbnis. Haben euch das die Wächter erzählt? Ich habe es ihnen erzählt. Aber euer erster Wächter will unsere Hilfe nicht. Ja, er ist ziemlich verbohrt. Wieso ist die Fensterheulerin hinter den Griffins her? Die eigentliche Frage ist, woher sie von ihnen weiß. Bisher hatte sie es immer nur auf Wächter abgesehen. Jetzt taucht sie aber hier oben mit einem Haufen dunkler Brut auf. Diese Griffins sind ein Geheimnis.